Die kleine Aufholjagd vom Ende der vergangenen Woche scheint vorerst zumindest gestoppt. Zu Wochenauftakt gerät der DAX erneut unter Abgabedruck und viele Anleger schauen nun auf die anstehende Berichtssaison in den USA. Kann diese vielleicht für die Trendwende am deutschen Aktienmarkt auch sorgen? Genau darüber wollen wir heute sprechen mit Frank Benz von der Benz AG, Partner für Vermögen. Herr Benz, lassen Sie uns erstmal über heute sprechen. Was sind denn die aktuellen Gründe für den erneuten Absturz am deutschen Aktienmarkt? Gut, ich denke, man muss natürlich realistisch sehen, wenn wir an einem Freitag 3,1% zulegen, auch wenn es eine rein technische Reaktion ist, dann ist es durchaus legitim, dass man im Gegenzug am nächsten Tag oder in den nächsten Tagen eher die ersten Gewinnmitnahmen sehen. Auf der anderen Seite haben wir momentan noch keine gravierend guten Unternehmensmeldungen. Wir hatten heute früh SAP, die eher enttäuscht haben. Wir haben Metro, wo in der Guideline lag. Also ich denke, es ist momentan nichts Gravierendes, was den Markt nach oben halten oder treiben könnte. Blicken wir nun auf die anstehenden US-Daten. Heute Abend wird Apple Zahlen präsentieren. Wie sind Ihre Erwartungen? Also ich denke, nach den tumultartigen Szenen für das neue iPhone müssen die Zahlen wieder gut im Markt ankommen. Es ist natürlich in der jetzigen Zeit auch ganz wichtig, einfach mal zu berücksichtigen, welche Analystenerwartungen wir haben. Und hier kann es natürlich immer mal wieder zu Enttäuschungen kommen, weil die Analysten einfach zu gut nach oben schauen oder zu gut nach vorne rechnen. Also ich denke, ganz wichtig ist, ob man realistisch die Zahlen aufnimmt. Man muss eines sagen, bis letzten Donnerstag hatten wir ungefähr 69% der S&P-Werte mit einem positiven Ergebnis und 66%, die sogar den Umsatz übertroffen haben. Also ich denke, die Masse sieht ganz gut aus. Morgen folgen nun mit McDonald's und Coca-Cola, zwei Unternehmen aus dem Konsumgüterbereich. Beide Aktien wurden im Sommer noch etwas abgestraft, konnten aber zuletzt wieder positiv überraschen. Können Anleger auch morgen auf eine positive Überraschung hoffen? Also ausgehend davon, dass Coca-Cola, um mit diesem Titel zu beginnen, normal positive Zahlen verlautet, weil wir hatten keine skandalösen Meldungen, sondern es geht rein um diese klassische Umsatzzahlen. Im Markt die Anteile zu gewinnen, gehe ich davon aus, dass Coca-Cola im Rahmen oder wie erwartet die Zahlen bringt. Auf der anderen Seite ist dadurch die Aktie natürlich auch schon sehr gut gelaufen oder ist kurz vorher ein All-Time-Highs. Bei McDonald's ist insofern etwas spannender. McDonald's hatte speziell im ersten Halbjahr dieses Jahres schon Probleme in China und in Asien wegen Fleischqualitäten und Ähnlichem, was dazu geführt hat, dass die Aktie seit Jahresanfang stärker verloren hat, aber im Gegenzug charttechnisch momentan etwas besser aussieht. Also allein aus dieser Warte heraus, wenn wir die Guideline nicht total verpassen, müsste McDonald's die bessere Wahl sein für weitere Kursanstiege in den nächsten Wochen. Eine Einschätzung von Frank Benz von der Benz AG, Partner für Vermögen. Vielen Dank für das Gespräch.